إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine ehrenwerten Geschwister. Wir werden bi'idhnillahi ta'ala einen weiteren Abschnitt von dieser Abhandlung, von diesem Buch Usulul Iman, die Grundlagen des Glaubens von Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah behandeln. Und wir haben bereits einige Hadithe durchgenommen und sind wir beim Hadith 10 angekommen. Und bei diesem Hadith, der Verfasser, der Autor, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sagt: Sa'atu rahmatillah azza wa jal, die Größe der Barmherzigkeit Allahs. Und anschließend erwähnt Sheikh al-Islam rahimahullah der Hadith, welcher von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري. In diesem Hadith, welcher eben von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte: Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb es nieder in einem Buch, welches bei ihm ist, über dem Thron. Wahrlich, meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überwältigt. Das ist der Hadith, welcher hier ja nicht von Sheikh al-Islam rahimahullah erwähnt wird. Al-Allama, al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagt diesbezüglich als Erklärung zu diesem Hadith: Lamma khalaqa al-khalq, als Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschuf. Yani dies, yani faragha min khalqi al-khalq. Yani nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen hat. Yani und dies eben die Himmel und die Erde und die Geschöpfe insgesamt. Und die Geschöpfe yani, insgesamt. Und Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagt auch, dass yani, dies, yani, diese Kitabe, diese Niederschreibung in diesem Buch, was in diesem Hadith eben erwähnt ist, ist nicht jene Kitabe, ist nicht yani, dieselbe, wie die allgemeine Niederschreibung im wohlbewahrte Tafel, yani fi Lawh al-Mahfuz. Und das ist Ghayr. Eben, das ist eine andere Kitabe, wie Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, es sagte. Denn diese Niederschreibung, die allgemeine Niederschreibung, welche sich im Lawh al-Mahfuz, im wohlbewahrten Tafel befindet, sie wurde yani, geschrieben, bevor Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erde 50.000 Jahren erschuf. Jedoch, dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan anschließend, diese Niederschreibung, was in diesem Hadith erwähnt ist, ist eine spezielle Niederschreibung. Und hierzu wird bestätigt, yani, al-Kitaba.
yani die Niederschreibung, und dass dies von den Handlungen Allahs ist, wie wir von diesem Hadith yani entnehmen. Und der Hadith ist eben, wie schon bereits erwähnt wurde, in Sahih al-Bukhari überliefert. Das heißt, über die Authentizität ist darüber yani nicht zu sprechen. Yani der Hadith ist authentisch und korrekt. Barakallahu fikum. Und die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, وَعِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ, und eben dieses Buch ist bei ihm, bei Allah subhanahu wa ta'ala, über dem Thron. Und das Thron Allahs, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, das ist, das gehört zu den gewaltigsten Geschöpfen, zu den gewaltigsten Geschöpfen. Und dessen Gewaltigkeit bzw. Größe kennt bzw. besitzt darüber das Wissen nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, und die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, indahu, yani bei ihm, damit ist nicht gemeint, dass dies, yani diese Kitabe, befindet sich in seiner Herrschaft. Denn einige versuchen dadurch, yani diese Sache zu verleugnen und sagen, dass dies eben ist, befindet sich dies in seiner Herrschaft. Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, denn alle Geschöpfe befinden sich und sind unter seiner Herrschaft. Jedoch einige Sachen, wie eben auch diese Kitabe und auch andere Geschöpfe, wie einige von den Engeln, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie yani nahegestellt bei ihm. Und das ist eben genau diese Bedeutung auch mit dieser Kitabe. Indahu. Yani bei ihm nahegestellt. Und das sind eben einige, und dies zeigt auch, Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, dies zeigt eben auch die Wichtigkeit und die Stellung von dieser El-Kitabe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die Wichtigkeit und die Stellung. Barakallahu fikum. Danach sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, dass eben am Ende des Hadithes wurde erwähnt, inna rahmati ghalabat ghadabi. Wahrlich, meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überwältigt. Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt hierzu, dass yani hierzu, in diesem Hadith, werden diese zwei Eigenschaften für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Nämlich die Barmherzigkeit und der Zorn. Wir bestätigen es dies für Allah subhanahu wa ta'ala, denn dies hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam für ihn bestätigt. Und dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, da eben es wir von diesem Hadith deutlich sehen bzw. zu entnehmen ist, dass die Barmherzigkeit hat Allah, yani den Zorn Allahs überwältigt, dass dies zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Er liebt seine Geschöpfe und seinen Dienern, ihnen yani sich ihnen zu erbarmen, wenn sie die Esbab, die Gründe unternehmen, die diese Barmherzigkeit, ja nicht, dann sind Grund für diese Barmherzigkeit und Erbarmen. Und wenn sie Taten verüben, welchen ja nicht, den Zorn Allahs erfordern,
wie beispielsweise die Sünden, das Übertreten der Grenzen, all dies führt, yani, schlussendlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird auf seinen Dienern. Das heißt, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sowohl die Barmherzigkeit Allahs als auch seinen Zorn haben deren Esbab, yani Gründe. Und von den Gründen der Barmherzigkeit, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sind eben die tugendhaften, rechtschaffenen Taten. Und von den Gründen, yani, der Zorn Allahs sind wie der Kufr, Unglaube, Schirk, Polytheismus, Sünden, Erneuerungen und weiteren Angelegenheiten, die im Widerspruch zu dem stehen, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat zu seinem Propheten. Und dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah auch, dass man von diesem Hadith auch yani davon entnehmen bzw. profitieren wir auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala tut niemanden bestrafen, während er ihm eine Unrecht macht. Yani niemals. Biduni sabab. Ohne Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden bestraft, ohne Grund. Das geschieht nie. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gerechte. Das heißt, sind für die Strafe Esbab. Es gibt ja nie Gründe. Wie bereits auch schon erwähnt wurde, Kufr, Schirk, Nifaq, Heuchelei, Sünden und so weiter und so fort. Und Sheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah, sagt, dass yani, von diesem Hadith entnehmen wir eben, dass von den Eigenschaften Allahs ist die Barmherzigkeit und auch der Zorn. Und dann sagt Sheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah, dass die Geschöpfe und ihre Existenz, dass sie überhaupt existieren dürfen, sind alles yani, als Folge bzw. als Wirkung der Barmherzigkeit Allahs ihnen gegenüber. Ihnen gegenüber. Und danach erwähnt Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah den nächsten Hadith, und zwar walahuma anhu, yani überliefert von Bukhari und Muslim, von Abu Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع دابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الحديث. Dieser Hadith, welcher auch von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah machte bzw. unterteilte die Barmherzigkeit in 100 Teilen. So bewahrte er bei sich 99 Teilen auf und ließ auf der Erde einen Teil nieder von dieser Barmherzigkeit. Und von dieser Barmherzigkeit erbarmen sich eben die Geschöpfe untereinander, so dass yani der Pferd seine Hufeisen aufhebt, damit er nicht seine Fohlen trifft. All dies yani
aufgrund dieser Barmherzigkeit, die sich auf der Erde befindet, die Allah subhanahu wa ta'ala sie niedergelassen hat. Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagt diesbezüglich, dass dieser Hadith zeigt die gewaltige Größe der Barmherzigkeit Allahs. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Wahrlich, meine Barmherzigkeit hat alles umfasst. Und einen davon, wie eben Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagte, und einen Teil von dieser Barmherzigkeit wurde auf der Erde niedergelassen. Und als Wirkung, als Folge dieser Barmherzigkeit ist, dass sogar die Tiere, al-Bahima, die Tiere, die kein Verstand haben, sie beschützen ihre Kinder und sie passen es auf. Obwohl sie keinen Verstand haben. Wieso? Weil das ist in der Instinkt, in der natürlichen Veranlagung, dass sie eben auch diese Barmherzigkeit empfinden für die eigenen Kinder. Selbst die Tiere. Wie ist es dann mit den Menschen oder unter den Menschen, untereinander? Wie sollte dies sein. Und die restlichen Teile, die 99, sie wurden aufbewahrt für Yawmul Qiyamah. Sie wurden aufbewahrt für Yawmul Qiyamah. Jedoch, jene Diener werden erbarmt, denn Allah wird sich ihnen erbarmen, am jüngsten Tage, die Gründe für diese Barmherzigkeit unternommen haben. Und zwar in Diesheits schon. Denn jene wird sich Allah subhanahu wa ta'ala erbarmen. Jene, die reumütig waren, jene, die um Vergebung gebeten haben, jene, die zurückgekehrt sind zu Allah subhanahu wa ta'ala, jene, die ihre Taten verbesserten. Sie werden diese Barmherzigkeit erhoffen. Barakallahu fikum. Nicht einfach, dass man denkt, jetzt, ich verlasse mich und darauf werden wir kommen, bi'idnillahi ta'ala, dass man sich sagt, ja gut, wenn es so ist, dann verlasse ich mich auf diese Sache. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allbarmer. So wird er sich mir erbarmen. So sollst du dich vor dieser Sache ins Acht nehmen. Du sollst dich von dieser Sache ins Acht nehmen und dich nicht sicher fühlst vor dieser Sache. Barakallahu fikum. Und Sheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah, sagt, dass eben von dieser Barmherzigkeit ist eben die Wirkung, dass sich die Geschöpfe sogar sich gegenseitig erbarmen. Und dies entspricht auch ihre Schöpfung, entsprechend ihre Wesen, die sie haben, so haben sie auch diese Barmherzigkeit. Und wenn wir die Barmherzigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen, dies entspricht sein Wesen. Barakallahu fikum. Da sollte man nicht vergleichen die Barmherzigkeit Allahs mit der Barmherzigkeit der Geschöpfe.
Sie ist so die Barmherzigkeit Allahs, so wie sich seine Majestät gebührt und seine Erhabenheit. Barakallahu fikum. Und Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah überliefert einen ähnlichen Hadith beziehungsweise eine Erläuterung zu dem vorherigen Hadith, und zwar wali muslimin ma'nahu min hadith Salman radiyallahu anhu wa fihi kullu rahmatin tibaqu bayna as-sama'i lal-ard. Yani zwischen jeder von diesen Teilen der Barmherzigkeit, zwischen jeder Teil ist eine Stufe zwischen dem Himmel und die Erde, beziehungsweise bis zur Erde. Zwischen jeder von diesen Teilen. Und dies zeigt eben, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah es auch sagte, die gewaltige, die Größe, die umfangreiche Barmherzigkeit Allahs. Danach erwähnt Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah einen weiteren Hadith, und zwar die Beschleunigung, yani ta'jil hasanat al-kafir fi dunya, die Beschleunigung der Belohnung für die Kuffar bereits schon in diesseits. Und sagte dazu, wa'an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal kafira idha amila hasanatan ut'ima bi tum'atan min ad-dunya wa amma al-mu'minu fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ رواه مسلم. In diesem Hadith, welcher von Anas ibn Malik radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Ungläubiger einen guten Tat vollbringt, so wird er dafür in diesseits bereits schon belohnt. Und was dem Gläubigen angeht, Allah bewahrt ihm seinen guten Taten für jenseits und gibt ihm Versorgung in diesseits aufgrund seiner Gehorsamkeit ihm gegenüber. Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagt zu diesem Hadith, dass in diesem Hadith ist eine Klarstellung der Unterschied zwischen dem Muslim und dem Kafir. Dem Kafir, dem Ungläubigen, wenn er einen guten Tat in diesseits vollbringt, wie beispielsweise, dass er jemanden yani Essen gegeben hat, yani gespeist hat, oder er hat jemanden, yani, ihm Kleidung gegeben, oder jemandem, yani, der durstig war, ihm Wasser ausgeschenkt. Wenn er dies getan hat, für solchen yani, Sachen, yani, Gütigkeiten gegenüber den Mitmenschen, für diesen Gütigkeiten gegenüber den Mitmenschen, wenn er dies getan hat, so gehen diesen Gütigkeiten nicht verloren. Selbst wenn er ein Käfer ist, er wird dafür belohnt. Jedoch bereits schon im Diesseits. Im Diesseits wird ihm die Belohnung gegeben. Wieso? Damit er keinerlei Anrechte hat im Jenseits. Und wir kennen yani,
bin Hadith, als Umar al-Faruq radiallahu anhu das Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrat und fand ihn vor, dass er auf Palmenfaser schlief und besaß fast nichts zu Hause. Und Umar radiallahu anhu wurde traurig dadurch und erwähnte, dass die Königin und die Kaiser, sie leben es im Saus und Braus und du bist der Gesandte Allahs. So sagte ihm der Gesandte Allahs, sagte ihm sallallahu alaihi wasallam, ja Umar, Ibn al-Khattab, radiallahu anhu, bist du nicht etwa zufrieden, dass sie das Anteil nur am Diesseits haben und im Jenseits werden sie keinerlei Anteile haben. Barakallahu fikum. Das ist. Und dies sollte für uns vors Augen geführt werden. Denn das Paradies, meine Lieben, ist umzingelt von Schwierigkeiten, von Prüfungen. Und das Höllenfeuer ist umzingelt mit Gelüsten und Begierden und Überschreiten der Grenzen. Jedoch der Aqil, der Vernünftiger, er verkauft nicht das ewige Jenseits für diese vergängliche Diesheits. Das ist der Unterschied. Und Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagte, dass der Gläubiger, wenn er guten Taten verübt, und dies sollte eine Anspornung für uns sein, eine Motivation, wenn er guten Taten vollbringt, so gibt ihm Allah subhanahu wa ta'ala das Gute im Diesseits und im Jenseits. Und auch die Belohnung des Jenseits ist besser und größer und gewaltiger. Und selbst der bessere und größere und gewaltigere Belohnung im des Jenseits, Allah subhanahu wa ta'ala versorgt ihn schon im Diesseits und gewährt ihm Gunsten schon im Diesseits. Und all diese Ahadithe sollten uns zum Nachdenken bringen. Mit wem haben wir zu tun? Mit wem haben wir zu tun? Und sagt auch Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen in Diesheits gibt, im Jenseits, das, was Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen im Jenseits gibt, ist größer als das, was er ihnen in Diesheits, in der Dunya. So sollte dies auch als Trost für uns gelten. Und sei nicht traurig, denn diese Dunya ist kurz und hat keinerlei Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Bei demjenigen, der sie erschaffen hat, sie hat keinerlei Wert. Und du, der eine kurze, begrenzte Zeit hierauf bist, sie ist sehr groß in deinem Herz geworden. Nehme dich ins Acht davor. Und dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, auch, dass man von diesem Hadith entnimmt die Klarstellung der Größe
Und der Weite huld Allahs. Und diese huld Allahs, sie umfasst sogar die Ungläubigen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala versorgt sie. Allah gibt ihnen in Diesheit Versorgung und gibt ihnen Gesundheit und gibt ihnen weiteren Gunsten von seinem Huld. All dies von seinem Huld. Jedoch, wenn die Ungläubigen, wenn sie sterben auf diesem Unglaube, auf dem Kufr, somit sie haben keinen Anteil an der Belohnung im Jenseits. Im Jenseits ist dann die ewige Strafe im Höllenfeuer. Die ewige Strafe ohne Ende. Man muss sich diese Sache mal durch den Kopf gehen lassen. Und die Gefahr, über die Gefahr sich bewusst werden. Wenn man diese Möglichkeit verpasst. Und zwar die Möglichkeit, gänzlich in diese Religion einzutreten. Gänzlich. Und das ist nur für deine eigenen Vorteile. Wie wir schon bereits gelernt haben, dass deine Gehorsamkeit, sie führt nicht dazu, dass Allahs Herrschaft und Reichtum sich vergrößert. Und deine Ungehorsamkeit führt auch nicht, dass Allahs Reichtum und Herrschaft sich vermindert. Derjenige, der davon Nutzen zieht, bist du, Barakallahu fikum. So bereite dich vor und nehme diese Sache ernst. Das sind nur einige wenige Augenblicke. Und dann wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala am Yawm al-Qiyamah stehen. Und das, was einem nützen wird, sind seine Taten. Sheikh Salih al-Sheikh, Hafizahullah, sagt hierzu, zu diesem Hadith, dass in diesem Hadith bestätigt sich die vollkommene Gerechtigkeit Allahs. Und von dieser vollkommenen Gerechtigkeit Allahs ist auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala lässt nicht verloren gehen, die Gütigkeit, selbst wenn sie von einem Kafir gemacht ist. Hatta al-Kafir. Selbst wenn ein Kafir ist, der diese Gütigkeit verübt hat, so wird er, und das ist eben von der Gerechtigkeit Allahs gegenüber seinen Geschöpfen, dass dieser Käfer, er wird dafür belohnt. Jedoch bereits schon in Diesheit, und so hat er am Jenseits keinerlei Anteile. So hat er im Jenseits keinerlei Anteile. Und wie bitter ist diese Sache, meine Lieben? Wie bitter ist, dass diese Menschen, sie werden auferweckt und vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und zur Rechenschaft gezogen. Und sie haben keinerlei Anteile an der Belohnung Allahs. An dem Tag wird von ihnen das Höllenfeuer stehen. Und ewig und immer darin zu schmoren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und beschützen. Und dies zeigt auch, Sheikh Salih al-Sheikh, Hafizahullah, sagt, dass dies zeigt auch yani, die Barmherzigkeit Allahs. Dieser Hadith.
weil Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah sagte, dass der Verfasser, sein Urgroßvater, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, er erwähnte dieser Hadith, nachdem er die Ahadith der Barmherzigkeit Allahs erwähnte. Dies, weil es ist eben von der Gerechtigkeit, dass Allah Ta'ala die Ungläubigen sogar für ihre Gütigkeiten schon in dies Heiz belohnt. Und das ist وَهَذَا مِنَ الرَّحْمَةِ بِهِ, von der Barmherzigkeit ihm gegenüber. Gegenüber dem Kafir. Dass er für seine guten Taten, die er vollbringt, dass er dafür belohnt wird. Jedoch im Diesseits, am Jenseits, hat er keinerlei Anteil. Danach erwähnt Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah einen Hadith, und zwar die Bestätigung der Eigenschaft der Zufriedenheit für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Hadith wird berichtet ebenfalls auch in Sahih Muslim, auch von Anas ibn Malik radiallahu anhu, marfu'an, eben dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dies sagte: Inna Allah la yarda anil abd an ya'kulu al-akla fayahmaduhu alaiha wa yashrabu al-sharba fayahmaduhu alaiha. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, Allah ist zufrieden mit jenem Diener, der, wenn er isst, dankt dafür Allah, beziehungsweise er lobpreist Allah. Und wenn er was trinkt, so dankt er dafür Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagte zu diesem Hadith in seiner Erklärung, dass in diesem Hadith wird die Eigenschaft der Zufriedenheit für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Und diese Eigenschaft ist, wie sich seine Majestät gebührt, wie die restlichen auch Eigenschaften. So ist die Überzeugung der Glaube der Ahlu Sunnah wal Jama'a. Und daraus entnehmen wir, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit jenem Diener, der ihm dankt für seinen Gunsten, die er ihm erweist. Und viele von uns, barakallahu fikum, viele von uns beklagen sich, dass einigen Gunsten, die er erhofft hat, oder er erhofft sich einfach mehr Gunsten, jedoch er hat vergessen, für jenen Gunsten zu danken, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm schon gegeben hat. Barakallahu fikum. Und wie Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, wenn du siehst, dass deine Angelegenheit sich nicht vermehrt, beziehungsweise sie verringert sich, so begebe dich zu der Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dankbar zu sein für die Gunsten, die er uns erwiesen hat. Und Dankbarkeit nicht nur mit der Zunge, ja Abdallah, sondern auch mit den Körpergliedmaßen. Auch mit den Körpergliedmaßen. Barakallahu fikum. Und
Eben Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, dass von diesem Hadith entnehmen wir auch, dass es legitim ist, gesetzlich ist, nachdem man gegessen hat, nachdem man getrunken hat, Allah subhanahu wa ta'ala dafür zu danken. Wieso? Er ist derjenige, der diese Sache für dich erschaffen hat und für dich leicht gemacht hat. Nicht du mit deiner Intelligenz, mit deiner Wachsamkeit und deine Kompetenzen, die du denkst und meinst. Denn diese Sache, das sind so ganz, ganz versteckten Sachen, die vielleicht ganz tief in unsere Herzen irgendwo verwurzelt sind, dass man dieses Gefühl hat, man kann diese Sachen und tut diese Sachen aufgrund der Kompetenzen und der Intelligenz und dass man so bereit ist, pfiffig ist. Das wird einem solchen Gedanken und Gefühle und Empfindungen schon als klein beigebracht. Und wenn diese Sache eben in diesem Alter schon so aufgenommen werden und dass man nicht die Gunsten zurückgibt, zurückführt zu dem, welcher dir gegeben hat und dir geschenkt hat und dir erwiesen hat, sondern zu der eigenen Kompetenzen. Ja, Abdullah, das sind gefährliche Angelegenheiten. Solchen Angelegenheiten berühren den Tawhid. Kehre zurück zu den Kitabu Tawhid und dann wirst du es finden. Bi'idhnillahi ta'ala. Und auch am Anfang, es ist gesetzlich und legitim, wenn man essen will beziehungsweise trinken möchte, dann sollte man am Anfang den Namen Allahs erwähnen. Und zwar Bismillah. Bismillah. Und das ist von den islamischen Erziehungen und Morale und Anstand. Und vor allem bei den Kindern, Barakallahu fikum, bei den Kindern. Die Kinder, meine Lieben, sie schauen mehr auf unsere Handlungen als unsere Aussagen. So lasse nicht zu, dass deine Kinder, die deine Aussagen einen Widerspruch sehen in deine Taten. Erziehe sie auch durch deine Taten und Handlungen. Zeige es ihnen. Die islamische Anstandsregeln und Erziehung auch durch deine Taten. Zeig, dass du bist derjenige, der diese Sachen umsetzt und praktiziert. Und zwar tagtäglich. Tagtäglich. Dann wirst du sehen, brauchst du nicht viel zu sprechen und zu reden und zu erklären. So nehme dich ins Acht. Somit eben, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagte, am Anfang erwähnen wir, indem wir sagen Bismillah. Und wenn wir schon gegessen haben, beziehungsweise getrunken haben, danken wir Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Gunst. Für diesen gewaltigen Gunst, meine Lieben. Es ist eine gewaltige Gunst. Denn viele Menschen, viele, die hungern, die sind am Hungern, die haben nicht mal ein sauberes Wasser. Das sollten wir uns erinnern. Jedoch,
Da wo man lebt, in vielen Ländern, hat man das Gefühl, dass diese Angelegenheiten seien selbstverständlich. Sie seien eben selbstverständlich. All dies sind Sachen eben, die tief in den Herzen verwurzelt sind. Barakallahu fikum. Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah erwähnt in seiner Erklärung, und zwar erwähnt die Angelegenheit, dass die Asha'ira und weiteren erneuerischen Gruppierungen, sie lehnen diese Eigenschaft für Allah subhanahu wa ta'ala ab. Sie negieren es, diese Eigenschaft, die Eigenschaft der Zufriedenheit, des Wohlgefallen. Sie lehnen es ab und sagen es, Ar-Rida, die Zufriedenheit, damit ist gemeint diese ursprüngliche, alte, yani Allah subhanahu wa ta'ala ursprünglich, damals schon, war mit seinen Dienern zufrieden, beziehungsweise mit den Gläubigen, und dann ist vorbei. Dann ist yani zu Ende. Dann sagt Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah hierzu, dies ist nicht vereinbar, das, was die Al-Asha'ira und die weiteren erneuerischen Gruppierungen sagen, es ist nicht vereinbar, weil daraus nach ihrem Verständnis yani der Asha'ira, wenn ein Kafir, der am Anfang seines Lebens Kafir war, jedoch es wurde für ihn vorherbestimmt, dass er gläubig wird, das würde heißen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden war, sogar in seinem Zustand des Unglaubens. Und das ist nicht korrekt. Das ist falsch. Und dann sagt Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah, die Sahaba Ridwanullahi alayhim, die dann später yani geglaubt haben, dem Gesandten sallallahu alayhi wa sallam gefolgt sind, als sie noch in der Unglaube waren und in der Polytheismus, zu dieser Zeit, als sie Schirk begangen haben, war Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden. Und nach diesem krummen, irregegangenen Verständnis würde man solchen Überzeugungen aufstellen. Und das ist eben nicht vereinbar, wie Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah es sagte. Und dann auch auf der anderen Seite, wenn jemand von den Gläubigen, von den Muslimen, der yani wahrhaftig in dieser Religion war, jedoch dann aufgrund irgendwelchen Gründen, er wird abtrünnig. Das würde heißen, dass auf Allah subhanahu wa ta'ala war mit ihm zornig, weil es ihm eben vorherbestimmt wurde, auf dem Unglauben zu sterben, dass Allah subhanahu wa ta'ala war mit ihm zornig, während er auch damals gebetet hat. Und das kann nicht sein. Denn man sieht deutlich, dass diese Sachen sind nicht vereinbar. Aber die meisten von den Leuten der Erneuerung, sie kommen mit solchen Verständnissen
ohne es wirklich zu begreifen, wie fatal die Folgen sind von diesen Angelegenheiten. Und sagt Sheikh Saleh al-Sheikh, dass diese Aussage ist falsch, nichtig und eine Lüge. Ist eine Lüge. Wieso? Weil die Grundlage von dieser Aussage und von dieser Lüge, die Grundlage ist, dass sie wollen dadurch die Eigenschaften Allahs verleugnen und negieren. Dann erwähnte Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah einen weiteren Hadith, und zwar der Hadith, wo uns klar gemacht wird, die Größe, die Erhabenheit Allahs, Azamatullah Azza wa Jal. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السعدات تجأرون إلى الله. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dieser Hadith, welcher eben von Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Himmel quietschte, und ihm ist recht, dies zu tun, zu quetschen. In ihm gibt's keine Stelle, die Größe von vier Finger, außer ist darin ein Engel, der auf seinem Stirn in die Niederwerfung für Allah ist. Bei Allah, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, so werdet ihr wenig lachen und umso mehr dafür weinen. Und ihr hättet nicht die Wonne mit euren Frauen empfunden. Und ihr werdet ja nie rausgehen und, wie Sheikh Saleh al-Fawzan hafidahullah sagte, laut, mit lauter Stimme weinen aus Angst und Unterwürfigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allamatu al-Sheikh Saleh al-Fawzan hafidahullah sagte, dass dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith. هذا حديث عظيم. Ist ein gewaltiger Hadith. Und dies zeigt eben die Gewaltigkeit und die Erhabenheit und die Größe Allahs. Und darin ist eine Beschreibung, welche eben der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier beschrieben hat. Und er ist, der nicht von seinen eigenen Gelüsten und Begierden spricht, vielmehr ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten, vom Schöpfer der Welten, dass der Himmel yani lässt eine Stimme von sich aus. Diese Attat is Sama, dass dies eben yani lässt eine Stimme, diese quietschen, und dies geschieht yani, wie Sheikh Ibn Baz rahimahullah sagte, aufgrund yani li thiqali ma alayhi, yani aufgrund dieser Gewicht, was auf ihm sich befindet, aufgrund die Malaika der Engeln,
Und die vielen Engeln, die sich in der Niederwerfung für Allah subhanahu wa ta'ala befinden. Und Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, attat is-sama, dass dies eben geschieht, auch diese Quietschen, wenn man einen Reisentier überladen hat. Und wenn man den Tier überladen hat, dann lässt dieser Sattel und das ganze Gewicht, worauf sich auf dem Tier befindet, dieses Geräusche, dieses Quietschen. Wieso? Weil es ist viel beladen. Und dies, Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, dass dies ist auch selbst, der Himmel, diese Stärke hat und so gewaltig erbaut ist. Jedoch, die vielen Engel, die sich darin befinden, und das Gewicht lässt dieses Quietschen. Und wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt auch, وَحُقَّ لَهَا أَنْتَ إِطَّ. Und ihr, beziehungsweise ihm ist recht, dies zu tun, weil es ist ein gewaltiges Gewicht, worauf sich auf ihm befindet. Wir sollten uns bewusst werden, Barakallahu fikum. Das sind alle Geschöpfe, der Himmel und die Engel. Wie ist es dann mit dem Schöpfer? Wie ist es dann mit dem Schöpfer? Und da sollten wir jetzt, deswegen Sheikhul Islam rahimahullah verfasste dieses Buch und anderen Bücher und die Gelehrten auch und erwähnten all diese Ahadithe, dass wir dadurch unseren Schöpfer kennen, Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Sachen, dass sie uns begleiten in unser tagtägliches Leben, dass wir wissen, mit wem wir zu tun haben, das sollte uns begleiten, 24 Stunden. Nicht nur, wenn man in die Moschee geht, nicht nur, wenn man sich mit den Geschwistern trifft, auch wenn man ganz alleine ist. Denn auch dann, Allah subhanahu wa ta'ala sieht dich. Und Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt bezüglich den Malaika, dass dies ist ein Welt, ein verborgenes Welt. Alimul Ghaib. Wir wissen über die Malaika, das, was im Buch Allahs offenbart wurde und in der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und wir haben bereits damals in den 40 Ahadith von Hafiz al-Nawawi rahmahullah bezüglich den Malaika und der Iman und so weiter und so fort ausführlich erwähnt. Und das ist, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah es hier kurz zusammenhält, dass dies ist von den Arkanul Iman al-Sitta. Der Glaube an der Malaika, an den Engel, ist von den 6 Säulen des Iman. Des Iman. Welche eben hier erwähnt wurde. Und dieser Hadith zeigt uns, sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, zeigt uns, beziehungsweise ist ein Beweis, fihi dalilun ala kathratil malaika, ist ein Beweis für die große Anzahl der Engel. Und es ist auch ein Beweis für ihre Vorzüglichkeit. Für ihre Vorzüglichkeit. Denn sie beten Allah subhanahu wa ta'ala ständig an. Und sie erfüllen
die Befehle Allahs, sie erfüllen, beziehungsweise sie kommen den Befehlen Allahs nach. Und all dies eben zeigt, ihre Vorzüglichkeit. Und dann spricht Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah über den Teil des Hadithes: Bei Allah, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, so werdet ihr wenig lachen und umso mehr dafür weinen. Und ihr hättet nicht die Wonne mit euren Frauen empfunden. Und das sind Sachen eben, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, das sind Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten kundgetan hat, ihm berichtet hat, über die Strafe des Grabes, über die Situationen und Zustände der Toten, über die Zustände der Yawmul Qiyamah, über die Strafe des Höllenfeuers und weiteren Angelegenheiten. Das sind gewaltige Angelegenheiten, meine Lieben. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ihr würdet wenig lachen und vielmehr weinen. Jedoch, was ist bei uns das Gegenteil, die umgekehrte Situation? Wir lachen viel und weinen wenig. Und jeder sollte sich fragen, wann haben wir letztes Mal für Allah geweint, aus Furcht vor Allah geweint? Denn wie Sufyan al-Thawri rahimahullah sagte, das Weinen ist 10 Arten. Das Weinen ist 10 Arten. 10 Kategorien nenne es, wenn du willst. Und nur eine von diesen 10 Kategorien ist für Allah. Die 9 Kategorien sind für andere Sachen. Viele von den Menschen, sie hören die Rezitatoren, und sie beeinflussen sich von ihrer Stimme, nicht von dem, was der Inhalt ist und dass sie verstanden haben, die Versen. Und sie weinen es auch. Oder sie sehen, jemand weint und sie sind human. Sie weinen es auch mit. Nein, meine Lieben, das ist nicht Weinen für Allah. Und Sufyan al-Thawri, dieser hochkarätige Diamant. Er sagte, und wenn dieses Weinen für Allah, wenn vorkommt, dass du dies tust einmal im Jahr, das ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. Deswegen täuscht euch nicht von irgendwelchen Weiner, die am Weinen sind, am Brüllen sind und krokodilische Tränen vergießen. Und sie zeigen sich emotional. Fast bei jedem Video oder in vielen ihren Videos, lässt euch nicht täuschen. Lässt euch nicht täuschen. Und Sheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah, sagt eben auch, bezüglich eben der Vorzüglichkeit der Melaika, dass sie sind ständig in der Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Einige sind in Ruku', einige sind in Sujud, einige sind Qa'imun, im Stehend, gedenken sie Allah subhanahu wa ta'ala. Gedenken sie Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Melaika, sie sind aus Licht erschaffen. Sie sind ja nie aus Licht erschaffen. Bi'idhnillahi ta'ala begnügen wir uns damit und werden wir nächste Woche da anknüpfen, wo wir heute stehen geblieben sind, nämlich beim Hadith 16. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم